Die Geschichte von Sega, einem der prägendsten Unternehmen der Videospielindustrie, ist reich an Innovationen, Risiken und einem unermüdlichen Wettbewerb, der das Unternehmen dazu drängte, einige der denkwürdigsten Momente in der Geschichte der Videospiele zu schaffen. Von der bescheidenen Gründung bis zur Einführung des Game Gear spannt sich ein Bogen über 5 Jahrzehnte, in denen Sega zu einem Namen wurde, der Gamerherzen weltweit höher schlagen lässt und heute immer noch einen wohlklingenden Namen hat. Auch wenn sie keine Konsolen mehr auf den Markt bringen und sich daher aus dem Konsolenkrieg schon lange heraus zurückgezogen haben. Segas Wurzeln lassen sich bis in das Jahr 1940 zurückverfolgen, als die Firma als Hersteller von Münzspielautomaten unter dem Namen Standard Games in Honolulu, Hawaii gegründet wurde. Hauptabsatzmarkt waren dabei diverse militärische Basen. Ja, ihr habt richtig gehört, Sega wurde nicht in Japan gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog doch das Unternehmen dann nach Japan im Jahre 1951 um und wurde dort in Sega umbenannt, welches eine Abkürzung für Service Games of Japan ist. 1960 fusionierte es mit Rosen Enterprises, einer Firma, die Fotokabinen betrieb, und wurde zu Sega Enterprises Limited. Ihre erste große Erfolgsgeschichte schrieben sie mit dem Arcade-Spiel Periscope Ende der 1960er Jahre, das in einer Zeit, als Arcade-Spieler noch in den Kinderschuhen steckten, international Aufmerksamkeit erregte. Hier kam nämlich keine Computertechnik zur Anwendung, also zumindest wie man es heute versteht. Ihr schaut in diesem Automat durch ein Periskop auf eine ansprechend gestaltete Landschaft und schießt dort als U-Boot Schiffe ab. Der Grundstein für die Eroberung des späteren Videospielmarktes war also gelegt. In den 1970er Jahren, ein Jahrzehnt des Wandels und der technologischen Fortschritte, positionierte sich Sega als ein bedeutender Akteur in der aufkeimenden Welt der elektronischen Unterhaltung. Nach dem Erfolg ihrer mechanischen Arcade-Spiele erkannte Sega das Potenzial des wachsenden Marktes für Videospiele. Dieses Jahrzehnt sah Sega von einem Hersteller von Münzspielautomaten zu einem innovativen Entwickler elektronischer Arcade-Spiele übergehen. Im Jahr 1976 brachte Sega mit Heavyweight Champ das erste Boxspiel heraus und experimentierte weiter mit elektronischen Spielen wie Motocross, welches später als Fonz mit der Popularität der TV-Serie Happy Days neu aufgelegt wurde. Die Automaten kamen sofort gut an und so konnte sich Sega sich als Pionier der Szene etablieren, indem sie die Möglichkeiten der digitalen Technologie nutzten, um Spielerlebnisse zu schaffen, die sich von der mechanischen Einfachheit der vorherigen Ära sehr stark abhoben. Darüber hinaus legte Sega auch den Grundstein für eine zukünftige Beteiligung am Heimkonsolenmarkt durch das Aufkommen des elektronischen Spielzeuges und die Entwicklung von Heimcomputersystemen, die das Interesse an persönlicher und häuslicher elektronischer Unterhaltung anfachten. Die späten 70er Jahre zeichnen sich durch einen signifikanten Fortschritt für Sega aus, da ihre Präsenz sowohl in der Arcade als auch in der aufkommenden Videospielindustrie festigte. Ende der 70er Jahre war Sega voll auf der Spur, die neue Szene der Videospiele zu erobern. Das SG-1000, Segas erster Vorstoß in die Welt der Heimvideospielkonsolen, markierte den Beginn einer Ära, als es 1983 zeitgleich mit Nintendos Famicom in Japan debütierte. Als Hardware war das SG-1000 allerdings nicht so fortschrittlich wie sein Nintendo Pendant, aber es legte dann auch den Grundstein für Segas zukünftige Unternehmung in der Videospielindustrie. Ausgestattet mit einem Z80-Prozessor und einer bescheidenen Grafikdarstellung war die Konsole in der Lage, einfache und farbenfrohe Spiele zu präsentieren, die einen starken Kontrast zu den damals dominanten Heimcomputerspielen bildeten. Das SG-1000 bot eine Bibliothek an Spielen, die von klassischer Arcade-Adaption bis hin zu originellen Titeln reichte. Spieler konnten eine Vielfalt von Genres erkunden, darunter Action-, Board- und Rätselspiele. Obwohl die Konsole selbst keinen bedeutenden kommerziellen Erfolg erzielen konnte, diente sie als wichtiges Sprungbrett für Segas zukünftige Konsolen wie das Master System oder das Mega Drive, die beide auf den SG-1000 quasi aufbauten und von den Erkenntnissen profitierten, die aus dessen Entwicklung und Vermarktung gewonnen wurden. Ein paar Jahre später sollte auch schon der nächste Angriff auf Nintendos Pole Position versucht werden. Das Sega Master System, das 1985 in Japan als Sega Mark III veröffentlicht wurde, war Segas Antwort auf das NES von Nintendo. Mit einem verbesserten 8-Bit-Prozessor, überlegener Grafik und Sound im Vergleich zu seinem Vorgänger SG-1000, zielte das Master System darauf ab, Segas Marktanteil im schnell wachsenden Heimkonsolenmarkt zu erhöhen. Trotz seiner eigentlich technischen Überlegenheit kämpfte es in Japan und den USA gegen den bereits fest etablierten Nintendo Entertainment System. In Europa und insbesondere in Brasilien, wo es übrigens bis in die 2000er Jahre produziert wurde, fand das Master System jedoch
eine begeisterte Anhängerschaft. Mit seinem robusten Design, einem einzigartigen Spielkarten- und Cartridge-Duel-System und klassischen Spielen wie Alex Kidd in Miracle World oder Phantasy Star konnte das Master System eine treue Fanbasis aufbauen. Es führte auch übrigens innovative Peripheriegeräte ein, wie das Sega 3D-Brillenzubehör und den Light Phaser Pistolencontroller. Obwohl es vom NES überschattet wurde, legte das Master System den Grundstein für den Erfolg von Segas späteren Konsolen weiter und festigte das Unternehmen als einen wichtigen Akteur in der Branche. Das Sega Mega Drive, bekannt als Sega Genesis in Nordamerika, wurde 1988 in Japan eingeführt und markierte Segas Eintritt in die 16-Bit-Ära im Wettbewerb mit dem Super Nintendo System. Mit einem leistungsfähigen Motorola 68000 Prozessor und einem Zilog Z80 als sekundären Chip für die Soundsteuerung bot das Mega Drive eine deutliche verbesserte Grafik und Audioqualität gegenüber den 8-Bit-Konsolen. Das Mega Drive baute auf den mäßigen Erfolg des Master Systems auf und wurde durch ein starkes Softwareangebot einschließlich der Franchise-Serien wie Sonic the Hedgehog, Streets of Rage und Shinobi schnell zu einer beliebten Konsole. Ein wichtiger Grund hierfür war natürlich auch der technologische Vorsprung zum damals noch aktuellen NES. Sonics Einführung im Jahr 1991 als Antwort auf Nintendos Mario wurde zum ikonischen Maskottchen von Sega und kurbelte den Verkauf der Konsole nochmal erheblich an. Endlich hatte Sega einen beliebten Markenbotschafter und schlachtete diesen natürlich auch ordentlich aus. Mit aggressivem Marketing in den USA unter dem Slogan Genesis, das Wort Nintendo don't, positionierte sich Sega als die coolere Alternative zu Nintendo und zielte auf ein älteres Publikum. Insgesamt war das Mega Drive bzw. Genesis kommerziell erfolgreich und spielte eine entscheidende Rolle dabei, Sega als einen der Hauptkonkurrenten im Konsolengeschäft zu etablieren, besonders in den USA und Europa. Obwohl es in Japan hinter dem Super Nintendo etwas zurückblieb. Es hinterließ ein bleibendes Erbe und eine große Anhängerschaft unter Gamern weltweit. Sega war also auf dem klassischen Heimkonsolenmarkt Ende der 80er Jahre sehr gut aufgestellt, aber was war eigentlich mit dem wachsenden Markt der Handhelds? Um die Entwicklung des Game Gears vollständig zu erfassen, muss man die Konsole im Kontext seiner Zeit betrachten. 1989, als Nintendos Game Boy den Markt für die Handheld-Spielkonsolen revolutionierte, sah Sega eine Gelegenheit, eine technologisch fortschrittlichere Alternative anzubieten. Die Herausforderung bestand darin, ein Gerät zu entwickeln, das die monochrome Technologie des Game Boys weit übertraf, ohne dabei jedoch die Tragbarkeit und die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen. Immerhin musste man ja sich vom großen Konkurrenten irgendwie abheben. Segas Antwort war der Game Gear. Dieser begann als Projekt Mercury und sollte die Mängel des Game Boys in Technologie und Displayqualität ausgleichen. Entwickler standen jedoch vor mehreren technischen Hindernissen. Die Implementierung eines farbigen, hintergrundbeleuchteten Bildschirms führte zu einer kürzeren Batterielebensdauer und zu einem größeren und schwereren Gerät, was den Game Gear weniger tragbar machte als den Game Boy. Die Entscheidung für ein Farbdisplay und zusätzliche Features wie den TV-Tuner war eine Reaktion auf die damaligen Verbraucherwünsche, bedeutete aber auch einen höheren Verkaufspreis. Bei uns kostete der Game Gear bei seiner Veröffentlichung ganze 300 Mark. Das war doppelt so viel wie der Game Boy. Die Entwickler mussten auch die Hardware so gestalten, dass sie mit dem Spielen des Master Systems kompatibler waren, um eine größere Spielebibliothek am sofort verfügbaren Spielen zu gewährleisten. Dieser Schritt war strategisch klug, da er die bereits etablierte Fangemeinde des Master Systems ansprach und die Produktionskosten für neue Spiele dann senkte, indem bereits existierende Titel einfach weiterverwendet werden konnten. Außerdem hatte Sega natürlich auch von Nintendo gelernt, eine große und gute Spielebibliothek für eine neue Konsole ist überlebenswichtig. Der Game Boy beeinflusste die Entwicklungsprozesse des Game Gear stark, da Sega nicht nur die technischen Spezifikationen, sondern auch die breite Anziehungskraft des Game Boys übertreffen musste. Dies führte zu einem aggressiven Marketing, in dem Sega die technischen Mängel des Game Boys hervorhob, was jedoch bei einigen Verbrauchern zu Gegenreaktionen führte. Segas Strategie für den Game Gear war es auch, sich durch eine vielfältige Spielebibliothek zu differenzieren, was durch die Partnerschaft mit Spieleentwicklern und die Portierung von beliebten Sega-Titeln realisiert wurde. Trotz der Bemühungen, ein überlegenes Gerät zu schaffen, konnte Sega jedoch die starke Backposition des Game Boys nicht ganz wirklich erschüttern. Die kurze Batterielaufzeit, die Größe des Gerätes, sein Preis und die relativ begrenzte Spielebibliothek im Endeffekt, also zumindest im Vergleich zum Game Boy, waren Hindernisse, die Sega einfach nicht überwinden konnte. Der Game Gear erzielte zwar einen bescheidenen Gewinn und hatte einen loyalen Anhänger, konnte aber nicht die Marktdominanz des Game Boys brechen. Aber dazu mehr später. The
Die Veröffentlichung des Game Gears markierte einen bemerkenswerten Moment in der Geschichte der Handheld-Konsolen. Ursprünglich am 6. Oktober 1990 in Japan eingeführt, folgte die Veröffentlichung in Nordamerika und Europa im Jahr 1991 und schließlich in Australien 1992. Sega positionierte den Game Gear als direkten Konkurrenten zu Nintendos Game Boy und Ataris Lynx, wobei er technisch fortschrittlicher war, unter anderem mit einem farbigen Hintergrundbeleuchtungsbildschirm. Zum Start war der Game Gear mit dem Spiel Columns gebündelt, eine strategische Entscheidung, die wohl darauf abzielte, einen ähnlich süchtig machenden Effekt wie Nintendos Tetris zu erzeugen. Weiter erschienen folgende Spiele direkt beim Launch. Castle of Illusion starring Mickey Mouse ist ein Plattformerspiel, das Spieler auf ein Abenteuer mit dem berühmten Disney-Figur Mickey Mouse schickt. Spieler reisen durch verschiedene magische Welten, um Minnie von der bösen Hexe Mizrabel zu retten. The Chess Master bietet hier eine digitale Version des klassischen Brettspiels Schach. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Spielmodi war es für Schachenthusiasten und solche, die es noch werden wollten, konzipiert. Crystal Warriors ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem die Spieler eine Armee von Kriegern, Magiern und Monstern befehligten. Das Spiel wurde für eine taktische Tiefe und die Einbindung von Rollenspielelementen hochgelobt. G-Lok Air Battle ist ein Kampfflugzeugsimulator, der schnelle Dogfights und Luftkämpfe bietet. Spieler müssen feindliche Flugzeuge abschießen und Missionen absorbieren, während sie durch verschiedene Level fliegen. Die Spiele waren zwar alle nicht schlecht, aber es fehlte natürlich hier ein großer Titel direkt am Anfang wie Super Mario Land für den Game Boy. Trotz dieser und anderer attraktiver Titel, die zum Start verfügbar waren, konnte der Game Gear den Game Boy in Bezug auf die Spieleauswahl nicht übertreffen. Diese begrenzte Anfangsbibliothek, gepaart mit einem im Vergleich zum Game Boy deutlich kürzeren Batterielaufzeit, einem höheren Preis und einem größeren Formfaktor, führte dann doch zu gemischten Reaktionen, sowohl von der Presse als auch von den Spielern. Die Presse lobte zwar die technische Überlegenheit und die innovativen Features des Game Gears, kritisierte aber auch seine Schwächen. Insbesondere natürlich die kurze Batterielaufzeit und die von Anfang an spärliche Spielesammlung. Das System brauchte ganze 6 Doppel-A-Batterien und diese hielten im optimalen Fall ungefähr 5 Stunden durch. Das Feedback der Spieler war ebenso geteilt. Einige waren von den lebendigen Farben und der besseren Soundqualität angezogen, während andere die geringere Batterielaufzeit schon wieder und den Mangel an portablen Qualitäten bemängelten. Der hohe Preis des Game Gears war ein weiteres Hindernis, das viele potenzielle Käufer abschreckte, besonders angesichts der wirtschaftlichen Rezession Anfang der 90er Jahre. Immerhin war das System, wie schon erwähnt, mit 300 Mark bei uns doppelt so teuer wie der Game Boy. Für den Game Gear sind auch einige tolle und nützliche Hardware-Add-ons erschienen, die die Konsole noch weiter aufgewertet haben. Hier eine Auswahl an offiziellen Zubehör von Sega selbst. Der Fernsehtuner. Dieses Gerät war eine innovative Erweiterung für den Game Gear, die es den Benutzern ermöglichte, unterwegs analoges Fernsehen zu empfangen. Es nutzte die damals verbreitete VHF- und UHF-Bandübertragung und machte den Game Gear so zu einem der ersten tragbaren Gaming-Handhelds mit integrierter TV-Funktionalität. Leider ist dieses Add-on heutzutage für uns nicht mehr nutzbar, da der Fernsehempfang von analog auf digital umgestellt wurde. Das Battery Pack und der AC-Adapter. Um die relativ kurze Batterielaufzeit des Game Gears zu kompensieren, gab es auch externe Battery Packs. Diese tragbaren Akkupacks verlängerten die Spielzeit erheblich, was besonders auf langen Reisen nützlich war. Aber auch zum stationären Spielen gab es hier einen extra Stromadapter für die Steckdose. Der Master Gear Converter. Dieses Zubehör erweiterte die Bibliothek des Game Gears enorm, indem es die Nutzung von Spielen des Sega Master Systems ermöglichte. Damit öffnete sich ein ganz neues Arsenal an Spielen für Game Gear Besitzer, da das Master System eine umfangreiche und beliebte Spielebibliothek hatte. Die Screen Lens. Der kleine Bildschirm des Game Gears war für manche Spieler eine Herausforderung. Die Screen Lens war eine einfache, aber effektive Möglichkeit, das Spielerlebnis zu verbessern. Das Carry Case. Dies war eine praktische Tragetasche, die nicht nur den Game Gear selbst, sondern auch Zusatzbatterien und Spiele aufnehmen konnte. So war alles für das Spiel für unterwegs sicher und bequem verstaut. Das Gear-to-Gear-Link-Kabel. Dieses Kabel ermöglichte es zwei Game Gear-Benutzern, bestimmte Spiele über eine verkabelte Verbindung gegeneinander zu spielen. Es war eine der ersten Möglichkeiten für mobile Multiplayer-Erlebnisse. Dieses funktionierte dann also so wie das Link-Kabel des Game Boys, nur dass es hier leider extra erworben werden musste. Jedes dieser Add-ons trug dazu bei, dass der Game Gear eine umfassende und vielseitige Handheld-Konsole wurde. Obwohl einige dieser Zubehörteile die Portabilität und Handlichkeit der Konsole natürlich beeinträchtigten, erweiterten sie die Funktionalität und den Anwendungsbereich des Gerätes über das reine Spielen hinaus.
Aber nicht nur bei der Hardware gab Sega Gas, sondern auch natürlich bei den Spielen. An dieser Stelle möchte ich euch 5 der beliebtesten Spiele für das System vorstellen. Das Original Sonic the Hedgehog von 1991 war eine bahnbrechende Veröffentlichung, die den schnellen blauen Igel Sonic in die Spielewelt einführte. Dieser Titel war einer der großen Erfolge für Sega und wurde so zum Synonym für die Marke, was den Verkauf von Sega-Konsolen auch vorantrieb. Es stach durch seine Geschwindigkeit und die Flüssigkeit des Gameplays heraus. Ein unterscheidendes Merkmal, das von anderen Plattformspielen in der Zeit abhob. Die Game Gear-Version von Sonic ermöglichte es den Fans, die rasante Action unterwegs zu genießen, was sowohl bequem als natürlich auch vergnüglich war. Sonic the Hedgehog 2 wurde im Jahr 92 veröffentlicht und wird oft als einer der großartigsten Videospielfortsetzungen aller Zeiten gefeiert. Es baute auf dem guten Fundament des ursprünglichen Sonic-Spiels auf und führte neue Features ein, die das Spielerlebnis erheblich verbesserten. Das Leveldesign war komplexer und fesselnder, was eine reichere Spielerfahrung bot. Die Fortsetzung führte auch Tails, den zweischwänzigen Fuchs, ein, der schnell zu einer geliebten Figur wurde. Die Spieler hatten auch die Möglichkeit, als Tails zu spielen, was dem Gameplay natürlich eine Vielfalt verlieh. Tails Anwesenheit ermöglichte es auch kooperatives Spielen, was bei den Fans sehr gut ankam. Sonic the Hedgehog 2 wird nicht nur für seine Fortschritte in Erinnerung gehalten, sondern auch dafür, dass es schnelle, actiongeladene Gameplay, für das die Serie durchaus bekannt ist, beibehielt. Es wird nicht umsonst als einer der besten Titel für den Game Gear gefeiert. Mortal Kombat 2, das 1994 herauskam, übertrug die energiegeladene Kampf-Action aus den Spielhallen erfolgreich auf die tragbare Game Gear-Konsole im Gegensatz zum Game Boy. Es zeigte eine Besetzung von ikonischen Kämpfern, einschließlich Sub-Zero und Liu Kang, und setzte die Tradition der Serie von brutalen Kämpfen und den berüchtigten Finishing-Momenten fort. Mortal Kombat 2 war ein Favorit für eine treue Adaption des Arcade-Erlebnisses, einschließlich der vielfältigen Bewegungssets der Charaktere und des intensiven grafischen Kampfes, für den die Serie durchaus bekannt ist. Y-Star, veröffentlicht im Jahr 1995, wurde ursprünglich als potenzieller Maskottchen-Konkurrent zu Mario konzipiert. Es bot ein einzigartigen Plattformer-Erlebnis, bei dem die Spieler einen Sternkrieger steuerten, der die Fähigkeit hatte, seine Arme auszustrecken. Diese Mechanik war nicht nur innovativ, sondern auch zentral für das Plattform- und Kampfspiel des Spiels. Y-Star stach durch seine farbenfrohe Grafik und kreatives Leveldesign hervor, was für seine Qualität und seine Charme gelobt wurde. Zuletzt ermöglichte Mighty Morphing Power Rangers, ebenfalls aus dem Jahr 1995, den Fans in die Stiefel ihrer liebsten Ranger zu schlüpfen. Es kombinierte Elemente von Kampf- und Actionspielen und ließ den Spieler sowohl als Ranger als auch in ihren mächtigen Swords gegen das Böse zu kämpfen. Dieses Spiel nutzte die Beliebtheit der Fernsehserie und bot den Fans die Möglichkeit, das Power Rangers-Universum in einem interaktiven Format zu erleben. Jeder dieser Titel hatte einen bedeutenden Platz in der Geschichte des Game Gear und zeigte Vielfalt und Innovation, die das Plattform definierten. Von den Hochgeschwindigkeits-Thrillern von Sonic zum intensiven Kampf von Mortal Kombat 2, dem einzigartigen Gameplay von Y-Star bis hin zum Fanservice von Mighty Morphin Power Rangers trugen diese Spiele zur reichen Bibliothek bei, die bis heute bei Spielern Anklang findet. Der Sega Game Gear, der ja 1990 eingeführt wurde, war Segas Antwort auf Nintendos Game Boy. Trotz seiner beeindruckenden Farbdisplays und einer beachtlichen Bibliothek an Spielen, konnte der Game Gear aber nicht die gleiche Popularität oder Langzeitwirkung wie sein Konkurrent erreichen. Der Niedergang des Game Gears kann auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückgeführt werden. Einer der Hauptgründe war der hohe Energieverbrauch des Game Gear. Sein beleuchtetes Farbdisplay, obwohl es ein verkaufsförderndes Merkmal war, saugte Batterien leer und machte den Game Gear im Vergleich zum Game Boy, der mit einem Satz Batterien viel länger lief, weniger tragbar. Dieses Problem wurde noch dadurch verschärft, dass der Game Gear 6 Doppel-A-Batterien benötigte, die nur etwa 3-5 Stunden hielten. Ein weiterer Faktor war die Größe des Game Gears. Er war wesentlich größer und schwerer als der Game Boy, was ihn weniger praktisch für den mobilen Einsatz machte. Die Größe machte ihn für jüngere Spieler weniger handlich und beeinträchtigte die Portabilität. Ein wesentliches Merkmal für Handheld-Konsolen natürlich. Und dann ist da noch die Spielebibliothek des Game Gears. Obwohl umfangreich und mit beliebten Titeln versehen, litt es doch unter Mängeln an exklusiven Spielen, die die Konsole von der Konkurrenz abheben konnten. Viele der Spiele waren Portierungen von Master System-Spielen, was für Besitzer der Heimkonsole natürlich wenig Anreiz bot, die tragbare Version auch zu kaufen. Nintendo hingegen sicherte sich exklusive Rechte an vielen erfolgreichen Spielen und Franchises, die Spieler dazu veranlassten, zum Game Boy zu greifen. Segas Marketingstrategie für den Game Gear war ebenfalls ein Hindernis. Während Nintendo gezielt Werbung machte und den Game Boy als unverzichtbares Gerät positionierte, schien Sega Schwierigkeiten zu haben, eine ähnlich effektive Botschaft zu vermitteln. Die Marketingbemühungen waren nicht so aggressiv oder so zielgerichtet, was zu einer geringeren Markenbekanntheit und Bindung führte.
Die technischen Probleme des Game Gears trugen auch zu seinem Niedergang bei. Neben dem Batterieverbrauch hatte der Game Gear mit defekten und anfälligen Display und schlechter Kondensatorenqualität zu kämpfen, die zu einem häufigen Ausfall der Hardware führten. Diese Qualitätsprobleme beschädigten den Ruf der Konsole und führten zu Misstrauen bei den Konsumenten. Noch heute sind auslaufende Kondensatoren für Sammler ein echtes Ärgernis und müssen eigentlich im Regelfall immer ausgetauscht werden. Außerdem war der Game Boy einfach zugänglicher und auch erschwinglicher. Der Game Gear war teuer in der Anschaffung und die Kosten dafür Batterien oder ein optionales Netzteil addierten sich schnell. Der Game Boy bot ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis einfach, was besonders wichtig war, da sich die Zielgruppe hauptsächlich aus jüngeren Spielern mit begrenztem Budget zusammensetzte. Schließlich war auch noch der Zeitpunkt der Veröffentlichkeit des Game Gears möglicherweise auch ein Faktor. Als der Game Gear auf den Markt kam, hatte der Game Boy bereits eine feste Nutzerbasis und eine starke Spielebibliothek aufgebaut. Sega trat in einen Markt ein, der bereits von etablierten Konkurrenten dominiert wurde, was den Erfolg des Game Gears zusätzlich erschwerte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus technischen Einschränkungen, strategischen Fehltritten und als einen zu starken Wettbewerb den Niedergang des Sega Game Gears verursachte. Während er zu einer Zeit eine beeindruckende Technik bot, konnte er letztlich nicht mit der Ausdauer und der breiten Anziehungskraft des Game Boys mithalten. Der Game Gear bleibt jedoch in Erinnerung vieler Spieler als eine Konsole, die mit Mut und Innovation versuchte, den Handheld-Markt zu erobern. Als ich als Kind den Game Gear zum ersten Mal bei einem Kumpel gesehen habe, war ich weggeblasen. Farbe? Auf einem Handheld? Und dann auch noch Fernsehen schauen? Ich hatte damals nie verstanden, wieso genau dieser Kumpel gar nicht so begeistert von dem Gerät war. Aus der heutigen Sicht ist der Game Gear der stärkste Konkurrent gewesen und leider irgendwie seiner Zeit voraus, da es so einige Probleme der Zeit nicht lösen konnte. Trotzdem finde ich die Konsole immer noch sehr faszinierend und erfreue mich daran, diese für mich unbekannte Spielebibliothek zu erforschen.